Hallo, willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Heute eine Folge Lars mal hören. Ach ja, und bevor ich jetzt loslege, ich ziehe mir mal Kopfhörer auf. Ein bisschen neues Setting. Ich bin diesmal nicht unterwegs. Es ist heute der 31.12. Wenn ihr das Video seht, ist Neujahr. Also dann ist quasi morgen. Und ich habe mir gedacht, was kann ich machen und was habe ich in letzter Zeit gemacht? Und ich habe geschrieben, ich habe viel geschrieben, unter anderem auch eine kleine Kurzgeschichte. Und da dachte ich mir, die könnte ich doch einfach mal vorlesen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich nicht in die Kamera gucke, sondern nach unten auf diese Etage. Denn da ist quasi der Laptop mit der Geschichte. Also ich hoffe, man hört... Ja, das ist doof, das kann man nicht machen. Das klingt doof, ne? Nee, das macht man nicht. Das ist meine Maus zum Scrollen. Das mache ich besser nicht, weil das ist nervig. Aber ich kann es ja auch mit der Tastatur machen. Das ist erträglicher. Okay, dann nehme ich es parallel noch mit einem Mikro auf, damit, wenn ich Glück habe, kann ich auch Ton anlegen. Ich habe mir jetzt ein Programm runtergeladen, weil Windows Movie Maker konnte das nicht. Das heißt, ich klatsche jetzt auch vorher mal. Das macht vorher noch gar keinen Sinn. Moment. Ich werde vorher noch, ich arbeite in Harmonie mit Order City. Ich gehe jetzt auf Rekord. Jetzt habe ich auf Rekord gedrückt und die Sache ist gepegelt. Das heißt, ich klatsche jetzt, damit die Harmonie zu Bild und Ton wenn ihr das seht, vorhanden ist. So, ich habe geklatscht. Ich habe zum Ton anlegen. Mensch, das ist so professionell. So, also, ja, guck, hier ist so eine Linie. Deswegen klatscht man wahrscheinlich auch, damit man dann diese Linie dann, wenn man nachher Ton anlegt, dass man das dann so besser, nicht wahr? Gut. Wenn ihr euch wundert, das ist immer noch die Lecria, nur rangezoomt. Ich habe eigentlich noch eine andere Kamera, habe nur beschissene Akkus. Und die halten nicht durch. Deswegen mit der Legria im rangezoomten Modus für die Technik-Freaks unter euch, die es vielleicht unter Umständen interessieren könnte. Ja, also ich sagte schon, eine Geschichte habe ich geschrieben. Vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr wann, ich habe viele Sachen geschrieben. Man ist dann irgendwo, ist man ja Künstler und man versucht immer irgendwie seinen Ergüssen Sklave zu sein und zu sagen, ich schreibe es jetzt auf, komme was wolle. Genauso wie es viele Lars und Dan Show Drehbücher gibt und die nicht das Licht der Welt erblickten, habe ich auch ein paar Kurzgeschichten geschrieben. Unter anderem auch diese hier, wo ich denke, das könnte vielleicht auch passen, es ist Neujahr, es ist ein Feiertag, man könnte auch eine Art Märchen vorlesen, aber halt auf meine Art. Und deswegen habe ich es auch nicht Märchen genannt, sondern Märchen Noir. Die Hauptcharaktere werdet ihr vielleicht wieder erkennen, die haben manchmal ein wenig Ähnlichkeit zu Disney-Charakteren, heißen aber natürlich nicht so. Oh. Hört ihr die Musik? Ich wohne in einer Wohngegend, da hört man ab und zu Musik. Das macht man hier. Das war aus dem Auto, müsst ihr euch vorstellen. Also das war, ich wohne in der Straße. Also ich nicht allein, mit meiner Frau. Und hier sind öfter mal Autos, die laut Musik hören. Und das hört man dann hier. Das heißt, die lassen uns daran teilhaben. Das ist doch wundervoll. Deswegen wundert euch nicht. Die Straßengeräusche sind nicht künstlich eingefügt. Die sind echt. Das ist das wahre Leben, was ihr da hört. Also auch wenn ihr ein Auto oder ein LKW oder ein Bus, also das ist das Leben. Das ist das Leben. Ja, so viel dazu. Ich lese jetzt einfach mal vor, wünsche euch ein frohes neues Jahr. Hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und hört einfach zu, lehnt euch zurück. Dieses wird es auch parallel auf einem Soundcloud-Account geben. Also hoffe, dass das dann funktioniert, dass das dann nicht zu lang ist. Das Hörbuch oder diese Kurzgeschichte an sich werdet ihr dann auch auf Soundcloud finden. Das dann natürlich auch in der Infobox verlinkt sein wird. Also soweit die Theorie. Ich hoffe, das klappt auch praktisch. Ne? So. Also, Märchen Noir. Der Fuchs hat die Gans gestohlen. Es war wieder einer dieser Tage. Mein Wecker hat nicht geklingelt.
Ich habe kaum geschlafen und hatte somit nicht mal Zeit für einen Kaffee. Meine Kollegin Officer Rita Rekitz klingelte mich wach mit dem Satz: Die Gans wurde entführt und ich soll erraten, wen sie gerade im Verhörzimmer sitzen haben. Ich wusste es bereits. Der Fuchs. Wer auch sonst. Er hatte so manches auf dem Kerbholz. Jetzt auch noch eine Entführung. Angekommen im Forest PD hoppelte ich gleich in Richtung Verhörzimmer. An der Tür wartete Detective Stinktier. Er warnte mich vor und sagte, ich soll versuchen, ruhig zu bleiben. Ich versicherte ihm, dass ich mein Bestes tue. Ich betrat das Verhörzimmer. Der Fuchs saß gelangweilt in Handschellen am Tisch und fragte mich nach einer Zigarette. Ich antwortete nicht. Unter anderen Umständen hätte ich ihm eine Zigarette gegeben. Ich hätte sie ihm so tief in seinen Arsch gesteckt, dass wenn er das nächste Mal scheißen gehen sollte. Oh nein. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, aber ich bin ein bisschen zu doll auf der Tastatur gedrückt und dann habe ich eine Seite, bin ich eine ganze Seite weiter, wo wollte ich gar nicht hin, ne? Wisst ihr was? Ich fang nochmal an. Obwohl, nee, ich fang nochmal an bei... Ich betrat das Verhörzimmer. Diesmal ohne... Habe ich die Taste... Ah... Siehst du, wenn er auf die Seitentasten klickt, dann... Ach, jetzt bin ich ganz... Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle raus. Ich fange nochmal an. Bei... Ach, die Autogeräusche passen jetzt auch. Und diesmal nicht die Taste verwechseln. So. Es war wieder einer dieser Tage. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Ich habe kaum geschlafen und somit nicht mal Zeit für einen Kaffee. Meine Kollegin Officer Rita Rekitz klingelte mich wach mit dem Satz: Die Gans wurde entführt und ich soll erraten, wen sie gerade im Verhörzimmer sitzen haben. Ich wusste es bereits. Der Fuchs, wer auch sonst. Er hatte so manches auf dem Kerbholz. Jetzt auch noch eine Entführung. Angekommen in Forest PD, hoppelte ich gleich in Richtung Verhörzimmer. An der Tür wartete Detective Stinktier. Er warnte mich vor und sagte, ich soll versuchen, ruhig zu bleiben. Ich versicherte ihm, dass ich mein Bestes tue. Ich betrat das Verhörzimmer. Der Fuchs saß gelangweilt in Handschellen am Tisch und fragte mich nach einer Zigarette. Ich antwortete nicht. Unter anderen Umständen hätte ich ihm eine Zigarette gegeben. Ich hätte sie ihm so tief in seinen Arsch gesteckt, dass wenn er das nächste Mal scheißen gehen sollte, auf seine Zigarette gekackt hätte. Ich schaute mir seine Akte an und schenkte ihm zunächst keine Beachtung. Er fragte mich, ob er einen Kaffee bekommen könnte. Da fiel mir ein, dass ich auch noch keinen hatte. Gute Idee, dachte ich mir. Ich ließ uns zwei jeweils einen Kaffee bringen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin nun mal auch nur ein koffeinsüchtiger Hase. Dann konfrontierte ich ihn. Der Fuchs, der hat die Gans gestohlen. Ja, das steht jedenfalls hier in meinem Bericht, den ich hier vorliegen habe. Der Fuchs nahm nachdenklich einen Schluck Kaffee und schaute mich an. Ich fragte ihn, haben Sie denn die Gans entführt? Er antwortete mir, in aller Ausführlichkeit. Wer immer das behauptet, will mir etwas anhängen. Was hätte ich davon, die Gans zu entführen? Was würde mir das bringen? Gerade weil ich auf Bewährung bin. Das schien mir sogar irgendwie einleuchtend. Theoretisch hat er kein Motiv, außer dass er ein Serientäter war. Ich stellte ihm eine der Standardfragen. Wo waren Sie denn gestern Abend gegen 19 Uhr? Daraufhin antwortete er mir selbstbewusst, dass er sich zum Zeitpunkt der Tat in seinem Apartment aufgehalten hat. Ohne Zeugen, versteht sich. Kein wirkliches Alibi. Also bleibt er ein Verdächtiger. Bis jetzt der Einzige. Vorübergehend müssen wir ihn gehen lassen,
aus Mangel an Beweisen. Das stößt natürlich sauer auf, ganz besonders demjenigen, der ihn anzeigte. Der Lebensgefährte von der Gans. Das Schwein. Sie können ihn doch nicht einfach gehen lassen. Er ist kriminell. Ich entgegnete ihm, dass wir leider keine Beweise haben. Wir müssen abwarten, ob die Spurensicherung noch irgendetwas herausfindet. Auf den Schock knabberte ich erstmal an einer Karotte. Das entspannte mich und lenkte mich vom Elend des Alltags ab. Wenn der Fuchs wirklich unschuldig ist, warum sollte man ausgerechnet ihm diese Entführung anhängen? Willi das Schwein ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Ihm und seinen Brüdern hat man die Häuser weggepustet. Der schuldige Wolf kam ins Gefängnis, nur zahlte die Versicherung nichts und seine zwei Brüder leben von Sozialhilfe. Seine Verbitterung kann ich nachvollziehen. Jetzt entführt man auch noch seine Lebensgefährtin. Tja, dann dreht man am Rad. Detective Stinktier informierte mich darüber, dass von der Spurensicherung nichts Auffälliges gefunden wurde, außer dass es verdächtig sauber war. Nicht eine Hautschuppe vom Schwein oder eine Feder von der Gans. Merkwürdig. Vielleicht sind es auch einfach nur Reinlichkeitsfanatiker oder einer von beiden hat eine Zwangsneurose. Das waren jedenfalls die Gedanken, die mir durch den Kopf schossen. Ich packte mir Officer Rita Rekitz, die noch nicht lange im Forest PD arbeitete, und wir machten uns auf den Weg zum Haus des Schweins und der vermissten Gans. Ein Überraschungsbesuch. Ich wollte mir einfach nochmal ein klareres Bild verschaffen, mir zeigen lassen, wie wohl was passierte. Vor dem Haus besichtigte ich schon mal das Außengelände in der Hoffnung, etwas zu finden, was die Spurensicherung vielleicht übersah. Fehleranzeige. Nichts. Ich hoppelte das gesamte Gelände ab, schnupperte in jeder Ecke und vernahm nicht mal den signifikanten Eigengeruch des Fuchses. Komisch. Diesen Geruch erkannte ich eigentlich unter Tausenden. Officer Rekitz klopfte an die Tür. Sie nahm mich mit als stille Beobachterin. Sie muss noch einiges lernen. Das kleine Rehkitz ist noch kein Reh. Billy das Schwein öffnete die Tür. Wir haben ihn offensichtlich beim Essen gestört. Speisereste hingen ihm überall im Gesicht. So viel zum Reinlichkeitsfanatismus. Ich stellte uns sicherheitshalber nochmal vor, sollte er vergessen haben, wer wir sind. Das hier ist Officer Rita Rekitz. Ich bin Detective Henry Hase. Wir sind vom Forest PD. Wir hätten da noch einige Fragen. Das Schwein antwortete und spuckte uns dabei undefinierbare Essensreste entgegen. Ich weiß, wer ihr seid. Ich hab da schon alles gesagt, was ich weiß. Der Fuchs hat die Gans gestohlen. Er war offensichtlich nicht alleine. Wie ich durch den Türspalt sah und akustisch andere Grunzgeräusche vernahm, waren wohl seine beiden Brüder zu Gast, um Trost zu spenden vermutlich. Oder eine Fressparty zu feiern. Mit einer rhetorischen Begleitfrage verschaffte ich uns Zutritt. Wir dürfen doch mal. Das Schwein war offensichtlich überfordert. Ist das wirklich nötig? Es war nötig. Auch im Inneren witterte ich nichts, was mit einem Fuchs zu tun hatte. Vielleicht überdeckte aber auch der Essensgeruch alles andere. Keine Einbruchsspuren, nur ein wenig unordentlich. Schon fast inszeniert. Mir wurde klar, das war nicht der Stil vom Fuchs. Er hatte wahrscheinlich nichts mit der Entführung zu tun. Ich konfrontierte das Schwein mit ein paar Fragen. Sie sagten, der Fuchs... Der hat die Gans gestohlen. Er sei hier nachts eingebrochen und habe die Gans aus ihrem Bett heraus entführt, ja? Das Schwein, zunehmend nervöser, versuchte mir den Vorfall zu beschreiben. Sie schlief in ihrem Bett. Manchmal bekommt sie nachts Durst und geht in die Küche, um dort etwas zu trinken. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Ein Glas fiel zu Boden. Ich lief in die Küche, um nachzusehen, aber dann sah ich nur noch den Fuchsschwanz durch die Türe huschen.
Dabei bin ich die Wege im Haus abgehoppelt, um nachzuvollziehen, wie es sich wohl zugetragen hatte. Wobei mir ein kleiner roter Fleck an der Wand auffiel. Gegenüber vom Kühlschrank. Ganz unscheinbar. Ein Spritzer Kirschsaft vielleicht. Oder Blut? Das Schwein schwitzte so, dass es nur tropfte. Ein Zeichen von Nervosität. Ich wusste, wir waren der Lösung auf der Spur. Meine Gedanken wurden laut. Es war Mord. Alle waren still. Seine Brüder fingen irgendwann nervös an zu grunzen, außer Willi, der vielleicht überführte Täter. Er saß in seinem Sessel. Ich führte meine Gedanken fort. Das hier war doch sowieso immer eine Zweckgemeinschaft, oder? Sie haben die Gans nie wirklich geliebt, wollten sie aber heiraten, wegen dem Haus. Sie hat es wahrscheinlich irgendwann gemerkt und wollte sich trennen. Daraufhin sind sie ausgerastet. Sie haben sie umgebracht, haben die Leiche verschwinden lassen und es versucht, am Fuchs anzuhängen. Ein leichtes. Immerhin ist er vorbestraft. Während meines Monologs hatte Officer Rita Rekitz bereits Verstärkung geordert, um das Schwein nachher in Gewahrsam zu nehmen. Mir war klar, dass er es nur für seine Brüder getan hat. Was man nicht alles für seine Familie tut. Willi, das Schwein, hatte nichts hinzuzufügen. Ich traf ins Schwarze. Wie so oft. Ende. So, das war mein Märchen Noir, meine kleine Kurzgeschichte. Und das, ihr habt bestimmt gemerkt, dass es eine kleine Fusion aus diversen Märchen war oder dass ein paar Charaktere daran vorkamen, die normalerweise nicht daran vorkommen. Aber das schoss mir so durch den Kopf. Ich habe es aufgeschrieben und euch jetzt vorgelesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal bei Lars mal hören. Und dieses Ding gibt es natürlich auch auf Soundcloud. Da könnt ihr es euch ohne meine Visage reinziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Und ich sage einfach mal, bis demnächst und tschüss. Ach, das ist doof. Ich sage immer nur tschüss.